Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mann, ey, Stefan, kennst du das, wenn man versucht, einen Löffel zu waschen und der dich im gleichen Moment zurückwäscht? Nee, ich bin schon vor Jahren aus der Küche ausgetreten. Wie, mein Freund, ey, ihr würdet sogar den Toaster abtauen. Ja, klar. Noch nicht mal Nudeln kann der kochen. Das würde ich auch dir überlassen. Wieso? Du wirkst abschreckend. Vorsicht! Einmal die Vieh- und die Pellkartoffeln mit Quark to go. Noch so ein Halbgarer. Was? Momentchen mal bitte. Stefan, Kartoffeln schälen tue ich ausnahmsweise auch nicht gerne. Hauptsache, du rückst mir nicht auf die Pelle. Also stark keimende Kartoffeln sind aufgrund des Solaningehalts übrigens zum Verzehr nicht geeignet. Das Solanin ist hitzebeständig und wird erst bei über 240 Grad Celsius zerstört. Das Kochen in siedendem Wasser reicht nicht. So, so. Danke, dass du leidenschaftlich kochst, merkt man jedenfalls. Weil es in Ankes Tanke schmeckt? Nee, du haust deine Kunden gern in die Pfanne. Oh, macht 1.423 Euro, sammeln Sie Kochlöffelpunkte, haben Sie eine Robert-Koch-Institut-Card oder sind Sie im Thomas-Cook-Club? Nein. Dann danke schön. Bitteschön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.